sagen, wir hätten heute eigentlich, wir haben morgen einen Auftritt in Mannheim und hätten eigentlich heute geprobt, aber dann haben wir einen Anruf bekommen, ob wir spontan hier einspringen können, ein Trio vertreten, und das ist jetzt unsere Probe. wir haben uns jetzt zwei, dreimal getroffen in der Vergangenheit und haben Songs zusammengeschrieben. Und jetzt haben wir ausgemacht, dass heute immer derjenige, der die Ansage macht, den Titel erfinden muss. Das heißt, ich habe schon mal 1-0. Spielen wahrscheinlich so viele Sets, dass es dann sich später dann entscheidet, wer dann gewonnen hat. Gut. Weihnachtszeit. Genau. Den nächsten Song sag ich jetzt einfach nicht an. Thank you.
und es heißt Goodbye Younger Self. Das Gute ist, dass man dieses Stück ja jeden Tag spielen kann, weil man ja jeden Tag auch wieder älter geworden ist. Man darf es sogar jeden Tag zweimal spielen oder auch bis zu fünfmal. Wir spielen es einmal. Also quasi leb wohl jüngeres Selbst. An der Stelle, genau, ich spiele am 15. Januar im Jazzclub Karlsruhe, falls jemand Lust hat, vorbeizukommen. Da habe ich ein paar selbst ausgedruckte Flyer auf den Tisch gelegt. Und damit sich die Druckerfarbe gelohnt hat, nehmt die auf jeden Fall mit. Sonst seid ihr schuld, dass die Erde wärmer wird. Ja. Genau. Thank you.
Nachkommen von Dean Martin und Sinatra und sonst was auch immer jedes Jahr noch sich einen Kaffee kaufen können. Und deswegen spielen wir auch sehr viele Stücke, die bei Christmas with Red Pack, glaube ich, auf der CD sind. Dies ist eines davon. Viel Spaß. Thank you.
Weihnachtszeit auch noch mit beiden Ohren verbringen, aber genau. Keine Ursache. Sehr gut. Ja, genau, Lukas ist dran, oder? Ich bin dran. Stück. Ja, wir haben vor zwei Tagen den Anruf bekommen, ob wir hier einspringen können. Das war natürlich sehr, sehr gerne. Wir haben eigentlich immer so ein bisschen andere Musik gemacht bisher, und zwar so elektronischere Sachen. Da haben wir im Sommer auf der alten Feuerwache Bühne gespielt. Das war sehr schön. Und dann haben wir beschlossen, dass wir ein paar Songs zusammenschreiben wollen.
Und Sie sind heute die Ersten, die diese Songs jemals zu hören bekommen. Oh, dann waren Sie nicht die Letzten. Ja. Hoffen wir auch. Ich hoffe, dein Trommelfeld platzt. Genau, dann hat man sie aber zumindest mal gehört. Also das ist ja schon... genau. Genau, das nächste Stück hat den Titel Dezember Suite. Ah, sweet. Thank you.
Ja. Den sagen wir mal an. Thank you.
ja deine Konzertflyer, die du vorhin mal angekündigt hast beim letzten Set, ja fast schon vergriffen sind. Deswegen sollte man ja auch keine Chance verpassen, nochmal auf den Termin hinzuweisen, bei dem du musikalisch tätig wirst. Wann nämlich genau? Ja, eben. Dein 15. Konzert. Der Januar. 15. Januar. Genau, 15. Januar. Thank you.
meinem Handy. Genau, das Ding ist, wir sind wahrscheinlich wie so viele Menschen mit ihren Weihnachtsgeschenken genauso gut vorbereitet, was die Musik heute betrifft. Genau, Lukas hat es schon ein, zwei Mal erwähnt, sie wurden quasi gestern ganz spontan ins Rennen geworfen. Und um das zu erklären, also ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk. Genau, das heißt, wir waren jetzt nicht so wahnsinnig schnell mit der Vorbereitung. Aber das Internet heutzutage macht es möglich. Ist sehr schlecht. Ist sehr schlecht. Aber das ist ja im Technologiestandort Karlsruhe überhaupt kein Problem. Genau, deswegen wird kurz die Musik aus dem Internet in das Handy von Lukas reingestreamt. Umgewandelt in schwarze Punkte auf weißem Papier, in seinen Kopf rein transformiert und dann wieder über ein weiteres System in seine Finger weitergeleitet und dann in meine Ohren rein und dann wieder in mein Instrument. Also es ist eigentlich der technologische Wahnsinn, den wir hier in Karlsruhe ausgesetzt sind, aber wir nehmen die Herausforderungen an. So, hast du? Ja. Schön. Ja, genau, danke. Wir spielen das nächste Stück von uns. Wie heißt es denn? Wie heißt es? Es heißt gehalten sein, tatsächlich. Genau, so wie die Trompete, die gleich gehalten sein wird. Viel Spaß! Thank you.
Thank you.
Thank you.
nochmal antun wollen. Wir spielen morgen in Mannheim, eine Stadt, die jede Reise wert ist. Kann ich sehr empfehlen. Ich wohne selbst dort. Genau. Und das spielen wir morgen im Kiosk. Musik mit einem Digital-Instrument, was nicht diesem Flügel gleicht, aber ich werde trotzdem analog bleiben. Also es wird auch wieder Gebläse geben. Genau, also wenn ihr alle Weihnachtsgeschenke schon habt, braucht ihr euch ja morgen keine Sorgen machen. Ihr könnt einfach ins Kiosk in Mannheim kommen, das ist in der Neckarstadt. Und wenn nicht, könnt ihr uns quasi einen Trostpreis dafür geben. Da hinten steht noch gut, wer noch das 13. Monatsgehalt übrig hat, wir würden es nehmen. Genau. Vielen Dank. Morgen um 15 Uhr. Genau, also ich habe nach 14 Uhr gepostet, das war falsch. 15 Uhr ist es. Vielleicht bin ich eine Stunde früher da, aber genau. Es gibt Glühwein. Morgen. Genau. So, vielleicht? Ja. Ich bin wieder allein. 1, 2, 1.
vielen Dank auch an die Hemingway Lounge und an Menschen, die das hier ins Leben gerufen haben. Ein ganz toller Verein, wir freuen uns immer sehr. Und ja, kommt gut nach Hause, gute Weihnachten, guten Rutsch. Rutsch nicht aus, ne? Und bis bald. Tschüss.